Hallo liebe Deutschlernende, ich bin's Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute geht es um die Frage, wie hoch sollte man seine Ziele setzen? Ja, wie hoch sollte man seine Ziele setzen? Sollte man sie eher höher setzen oder niedriger? Nun, das kommt ganz darauf an, wie man sich selbst einschätzt, natürlich. Ja? Und ich möchte ein bisschen darüber reden, was passiert, wenn man sie zu hoch setzt und was passiert, wenn man sie zu niedrig setzt. Ja? Also wenn man sie zu niedrig setzt, dann vergeudet man sein eigenes Potenzial. Ja? Wenn ich mir ganz niedrige Ziele in meinem Leben setze, dann kann es sein, dass ich später es bereue. Es kann sein, dass ich in 10 Jahren zurückblicke und sage, warum habe ich mir nicht höhere Ziele gesetzt? Ja, ich kann so viel erreichen, ich kann so viel machen. Ja, deswegen ist es wichtig, sich hohe Ziele zu setzen. Ja, vielleicht sogar ein bisschen höher, als man denkt, ist möglich, damit man den Drang hat, dieses Ziel zu erreichen. Ja, oft Wenn wir unsere Ziele so setzen, dann erreichen wir vielleicht nur so viel. Aber wenn wir unsere Ziele so hoch setzen, dann erreichen wir vielleicht so viel. Ja? Also oft ist es besser, die Ziele höher zu setzen, als man meint, ist möglich, um dann zumindest kurz darunter das Ziel zu erreichen. Ja? Aber und deswegen, das ist eine Sache, über die ich mit euch sprechen will. Aber es kann auch gefährlich sein, die Ziele zu hoch zu setzen. Ja, gerade wenn man Ziele verfolgt, die kurzfristig sind. Ja, also wenn man sich immer wieder Ziele setzt, wenn man seine Ziele immer wieder nicht erreicht, dann kann es auch schädlich sein. Denn ich denke, wir haben einen Ruf mit uns selbst. Ja? Ruf bedeutet, Ruf bedeutet, wie wir über eine Person denken. Ja? Jemand hat zum Beispiel einen Ruf, ehrlich zu sein. Jemand hat einen Ruf, nett zu sein. Ja? Das ist jemand, der bekannt dafür ist, dass er bestimmte Werte hat. Ja? Das ist ein Ruf. Ja? Rufschädigung ist zum Beispiel, wenn ich sage, dass jemand unmoralisch ist, ja, wenn ich sage, jemand lügt, dann ist das Rufschädigung, wenn es nicht so ist, ja. Und wenn jemand dafür bekannt ist, dass er immer die Wahrheit sagt, dann hat er einen guten Ruf, ja, dann hat er einen Ruf dafür, immer die Wahrheit zu sagen. Und wir haben aber nicht nur andere Menschen haben einen Ruf, sondern wir haben einen Ruf mit uns selbst, ja, wenn ich ganz oft ein Ziel nicht erreiche, dann denke ich schlecht über mich selbst. Ja? Dann denke ich, ja, ich habe das so oft nicht geschafft. Und das ist schlecht für mein Selbstwertgefühl. Aber wenn ich einen guten Ruf habe mit mir selbst, dann habe ich hohes Selbstwertgefühl. Wenn ich mir Ziele setze und diese Ziele erreiche, dann steigt mein Selbstwertgefühl. Und deswegen kann es schädlich sein, wenn man sich zu hohe Ziele setzt, die man dann nicht erreicht, weil je öfter man ein Ziel nicht erreicht, desto mehr schadet man seinen eigenen Ruf mit sich selbst und sein eigenes Selbstwertgefühl. Also setze deine Ziele hoch, aber nicht zu hoch, sodass du zumindest 80% deiner Ziele erreichst. Ja? Ich denke, das ist eine gute Faustregel. Ja? Das sind aber nur meine Gedanken und das sind auch sehr grobe Gedanken. Das ist ja alles sehr schwammig. Ja? Und deswegen bin ich sehr daran interessiert, was deine Meinung ist. Schreib mir einen Kommentar, üb ein bisschen Deutsch, indem du einen Kommentar auf Deutsch verfasst. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!